Keine Frage mehr. Kein Problem. Ich kann dir welche abgeben. Wobei, doch, nimm du mal eben die Pfeile. Ich mache einfach noch ein paar Ja, neue. super, danke. Ist ja nicht so, dass ich nicht noch Stein und Holz hätte. Nur danach habe ich kein Holz mehr. Kann auch noch mal wie so ein Boss da unten durchspringen. Wenn du Bock drauf hast, klar. Oh, diese langsame Dinge. Die was? Langsame Teil, den Bogen. Ja. Jetzt so ein Mega-Shark, ne? Ja, jetzt Oh was. ja. Ich würde mich ja schon über den Mini-Shark jetzt freuen. Dann wäre auch mal. Tick, tick, tick. Eins, 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 eins. 42 und 110. Irgendwie war das noch besser, als sie die ganze Zeit stillstanden. Hat man die auch noch getroffen. Weißt du, was wir machen könnten? Da die hier eh nicht reinkommen, können wir uns auch hier hinstellen. Wir dürften eigentlich nicht an einen rankommen, aber haben gleich ein bisschen bessere Schusschancen. Das Meer aus Pfeilen. Ich denke, da verschwinden auch schon ein paar. Von den Pfeilen? Ja, weil da so viele liegen. Da, nee, das nicht, aber es wird ja nur jeder zweite Umschnitt wird wieder zu einem Pfeil, der runterkommt. Also den man wieder einsammeln Ach kann. so. Ist ja nicht so, dass man alle 100 Pfeile, alle 100% Pfeile wiederbekommt, sondern halt immer nur so 50%. Oh, da hat mich eine getroffen. War wieder ein Crit dabei. Die eine ist auf 6 Lebenspunkte runter. Die haben wir gleich. Die andere ist auf 62. Ja, da haben wir das Ganze für einen Silbercoin. Ja, aber das ist gut. Dann können wir. Und kommt gleich der Merchant. Denn ich bin schon bei 49 Silbercoins, die ich in der Tasche habe. Ich hab einen. Ja, dann lass mich gleich mal das Zeug einsammeln. Dann habe ich die 50 voll und dann kann der Guide kommen. Ja, der Merchant. Und dann können wir das ganze Zeug, was wir immer über haben, weil wir verrecken, können wir dann an den verkaufen und uns davon was Neues holen. Keine Pfeile mehr, oder was? Nee. Oh, ich schmeiß da einfach rüber. Jo, ich könnte mal, ja, ich könnt mal wieder ein paar Beide kann ich Pfeile dir auch gebrauchen. geben. 190 Stück, ey. Ja. Hast du noch? Ja, ich habe jetzt nur 73, Okay. also reicht. Ich gehe dann mal rüber ein bisschen Holz holen. Beschäftige du mal den Corruptor. Oh, nein, das klappt nicht. Scheiße. Schlechte Idee. Ja, und vor allen Dingen das Zeug, was er gemacht hat, hat direkt angefangen, hier rum zu korrumpieren. Oh, ja, super. Das müssen wir abbauen. Ja, dann bau das mal ab. Ich habe gerade kein Leben. Weil das breitet sich ja noch weiter aus. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt immer wieder nachwächst, weil Ich eigentlich weiß kann es auch nicht. man Corruption ja nur mit Puder wegmachen, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht nachwächst. Und ja. Wollen wir jetzt wieder runter? Hast du die Metalle benutzt? Sonst mach das mal. Ach so, nee, ich musste ja helfen. Gönn sie dir. 100.000 Eisenäxte und so ein Kram Ja, hier. die meisten davon habe ich schon Wunderbar. weggeschmissen, damit da wieder mehr Platz drin Ich bin ist. dabei. Ich hätte jetzt eigentlich gerne mehr Holz. Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich habe eine Idee. Theoretisch können wir jetzt schon anfangen, Rüstung zu machen, ne? Jo, mach ruhig. Also das, was da ist, kannst du erstmal haben. Ich habe mir schon einen Eisenbogen gegönnt. Und dann kannst du auch gucken, was du daraus machen willst. Und ich habe uns eine Goldkerze gegönnt. Eine Goldkerze, das ist wichtig. Ja, aber ich dachte, so viel Dekadenz darf dann auch mal sein. Weg nach unten sicher? Jo, ich bin zumindest durch den Weg nach unten wieder hochgekommen, also sollte das funktionieren. Bin mal im roten Team. Oh ja, Team ist eine gute Idee, das vergesse ich jedes Mal.
Ich gehe so lange mal hin und suche uns hier ein bisschen Holz. Jo, sieht interessant aus hier unten, ne? Ja, ich dachte mir auch schon, what the fuck, das ist ganz schön viel freie Fläche. Es könnte fast sein, dass die Map da ein bisschen buggy ist und der Hintergrund da einfach fehlt. Wer weiß? Wir werden es ja herausfinden, wenn wir weiter unten sind und dann der Hintergrund auch fehlt. Dungeon ohne Hintergrund. Nee, ich vermute mal, dass es einfach nur diese eine Hintergrundart ist, nämlich dieses normale Untergrundhintergrund, dass der fehlt. Weil der Dreck-Hintergrund hier oben ist ja da. Oder es kann sein, dass die allgemeine Hintergrundwand, die es gibt, da fehlt, die da drüber geschaltet wird. Der Dungeon hat ja aber eine Mauer. Aber es könnte sein, dass zum Beispiel die Hölle ohne Hintergrund dasteht. Die Hölle hat ja diesen Höllenhintergrund. Ja, aber das ist ja kein, das ist ja ein fester Hintergrund, den kannst du ja nicht abbauen. Ja. Ja, im Dungeon, den kannst du ja abbauen. Also ich denke, der wird da sein. Aber es kann halt sein, Aber dass. den hier kann man ja auch abbauen. Nein, da wo du bist, nicht mehr. Du bist schon in dem Nicht? im Underground und da Gut. kann man ihn ja nicht abbauen. Das ist ja der Witz daran. Endlich wieder Holz. Könnte ein Bug vom Tool aus sein. Könnte sein, aber ohne Tool dauert es halt ewig, bis man so eine Map für den Hard Mode vorbereitet, weil man Ja, sich komplett eben. runtergraben muss. Da bin ich ganz zufrieden. Wir haben jetzt übrigens wieder 100 Holz. Ah, hier fängt aber dann auch der Hintergrund an. Ah, wirklich Underground-Hintergrund. Der tiefe Underground-Hintergrund oder der ganz normale? Der braune. Okay, also der normale. Ich komme dann auch mal runter. Jo. Hast du dir jetzt eigentlich schon ein bisschen Rüstung gemacht? Ja, Sehr ein cool. Brustband da hier. Sehr cool. Humphrey was slain. Ich glaube, unser Merchant ist gerade wieder abgekackt. Absehbar, ne? Ja, ich hätte wahrscheinlich mein Zeug von meinem Zeug ein Teil noch oben liegen lassen sollen, aber haben wir noch Eisen über? Eisen, ich sammle gerade, ich habe schon wieder 46. Gut, weil dann müssen wir irgendwann wieder hoch und ein paar Truhen bauen. Denn da haben wir fieserweise nicht genug Platz drin. Oh, und ich sammle hier mal ein bisschen Silber. Ja, bin ich gerade nicht dran gekommen. Ich wollte mich jetzt nicht hochbauen. Jo, kein Problem. Du kannst ja das Kupfer da unten schon mal mitnehmen. Aber so ist es echt einfach, Zeug zu sammeln, wenn man das alles so gut sieht. Kommt uns hier sicher auch entgegen. Stell dir vor, wir hätten hier so einen richtig harten Untergrund untergehabt, wo wir ganz schnell auf richtig große Flächen mit Monstern treffen, ne? Bah. Ja, ist eigentlich ganz cool so. Monster wie zum Beispiel da vorne Drecksviecher. Da unten ist Gold. Wo unten? Links und links. Ja, aber links sind auch Gegner, das heißt, wir sollten uns da nicht den Weg zu denen aufmachen. Wir können uns da drunter herbauen, Mahak. Ich sehe das Gold ja jetzt auch. Können wir uns hier das Eisen noch mitnehmen und uns dann einfach durch diese Ja, Wasserlache da gut. durchbauen? Das ist aber viel Gold. Jo. Wir müssen halt nur sicherstellen, dass uns da nicht irgendwelche Monster angreifen. Was ich hier mal runtergehen durch die Erde, geht es ja recht fix. Ich hab kein Licht. Kein Problem. Nur Sonst noch ist ein in der Truhe sind Glowstick. noch Fackeln drin, die kannst du dir auch gerne mitnehmen. Mal eben hier unten gucken. Ich habe da irgendwas gesehen. Okay. Eine Pilzfarm, wenn ich das richtig sehe. Was ist es? Ja, Jo, lass mal tatsächlich. hingehen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen cooler gerade als Gold. Aber das Gold rennt ja nicht weg. Die Pilze haben zwar auch nicht, aber Ja, aber da könnte eine hier könnte Truhe eine dabei Truhe sein, sein, eben. genau. Auch wenn uns die ohne Mana noch nicht so wichtig ist. Ein Mirror können wir ja noch nicht benutzen. Moment mal kurz. Übrigens ist hier rechts noch irgendwie Eisen drin. Da unten ist auch schon wieder so ein Viech. Komischer Slime. Oh, ja, nice. Lebst du noch? Ja, noch lebe ich. Hier Gut. haben wir eine Dart Trap. Ja. Heißt das?
Pilzgrassaat. Und, ja gut, Ach blühender jo. Pilz ist ganz lustig, aber Pilzgrassaat ist sehr lustig. Blühender Pilz finde ich sogar gut. Ja, aber es geht nichts über Glibber. Ja, und noch eine Falle ist klar. Boah, das war Ja, aber knapp, und da ey. war noch eine. Der hat Ey. nämlich die eine Falle, die nächste ausgelöst. Ich habe zum Glück schon vorher gesehen, dass da so eine Platte ist. Ich sammle mal schon mal dein Zeug ein, sicherheitshalber, und komme Jo. dir entgegen. Ich glaube, ich hab alles. Alter. Ja, und jetzt lassen Sie mich eben mit Fahrzeug spawnen. Mit was? Ja, du Ja. spawnst mit Kupferzeug, aber das, was du fallen gelassen hast an Kupferzeug, wird zu Eisen. Warum auch immer. Ja, ich dachte, man spawnt immer mit Eisenzeug. Nein, tut man nicht. Hast du auch noch gesehen, wie so ein Champion über diesen Stein drüber gesprungen bin, wenn du dran verreckt Ja. bist? Das war großartig. Wo bist, sind wir denn da? Müssten wir lang. Sollen sie erstmal so eine Dreckwand bauen? Es wird wieder dunkel. Kommst du? Dann brauchst du mich ja nicht weiter hochbauen. Ich bin auf dem Weg, ja. Optimal. Ups, ja, super. Wo auch immer du lang gehst. So, was haben wir denn hier? Deine Achso. Brustplatte, dein Hammer, dein Schwert, deine Druckplatte, deine Dartfalle, eine Axt, noch eine Spitzhacke. Hattest du zwei davon? Habe ich dir nicht gerade schon eine gegeben? Edelsteine, einen großen Trank, den wirst du ja wohl brauchen können. Ups. Den wollte ich dir rübergeben. Jo, das müsste eigentlich alles sein, oder? Pfeile kann ich dir noch welche geben. Bitteschön. Gerade bei YouTube ein Video vorgeschlagen bekommen. Irgendwie so ein Porsche-Verfolgungsjagd, ne? Und der fährt irgendwie durch so eine Auffahrt und semmelt direkt vorne Wand und haut dann weiter ab vor den Bullen. Großartig. Und die Polizei sagt dann, wir haben hier einen defekten silbernen Porsche. Ach, danke. Das ist mein Kram. Ich sehe gerade erst meinen Kram. Wie? Ich hab dir den doch vorhin schon zugeworfen. Ja. Ich war halt nur gerade kurz am Desktop. Ah, okay. Aber ich habe festgestellt, die meisten meiner YouTube-Videos verbreiten sich darüber, dass sie irgendwelchen anderen Leuten für irgendwas vorgeschlagen werden. Und wie Ja, ich 60% denke mal, mein. das ist, wenn andere Leute so Terraria-Videos gucken. Ja, Terraria gucken oder Dwarf Fortress vor allem. Ja, genau. Da ist gerade mein Tutorial ist echt beliebt, was das angeht. 60% der Aufrufe kommen durch vorgeschlagene Videos. Bei meinem einen Video, was so viele Klicks hat, da, also da kommen die ganzen Klicks bald, in einem, oben, ne, auf der Seite sogar, selber eingebettet wurde. Auf welcher Seite eingebettet wurde? Auf der Seite, also ich habe ja ein Video von einem Server gemacht, also für So. den Server quasi, und Ah, ja, okay. auf der Seite vor dem Server wurde es halt eingebettet. Ja, okay, dann macht das Sinn, dass es dann auch Aufrufe bekommt. Du hättest übrigens dieses Oh, scheiß Loch nicht ups. aufmachen sollen, du Pappnase. Aha. Shit, Alles gut. Ah, die Boah, das gleiche war aber Idee hatte ich auch, knapp, ich ne? war nur nicht schnell genug. Und jetzt Ich hab machen wir das da überlegt. erst mehr Dreck hin, bevor du anfängst, hier wieder zu graben. Ich hab kein Licht. Kannst du da irgendwie eine Lampe hinsetzen da oben? Nein, da oben komme ich nicht dran, aber ich kann dir mal ein paar Fackeln abgeben. Du hättest die übrigens auch, als du verreckt bist, welche aus der Truhe holen können. Hab ich vergessen. Hau ich Danke. gemerkt. Ey, das da oben ist zu hoch, da kommt. Doch, jetzt hat's geklappt, gut. Können eigentlich gleich auch schon, wenn wir das Kupfer hier haben, Aha. auch schon wieder hochgehen und mal wieder ein paar neue Rüstungsteile und sowas machen. Ja, das stimmt. Ich mache mich dann schon mal auf den Weg hoch. Nein, da war ein Loch.
Und es ist Nacht. Oh. Danke. Ja, kein Stress, ich habe Plattform dabei. Achso, okay. Ja, und jetzt musst du nur noch einen Weg finden, auf die Plattform dran zu kommen. Aufwendig, ey. Jetzt ja tatsächlich. Natürlich geht das. Wenn ich Tunnel baue, funktioniert das. Dann kommt man dahinter wieder raus. Ach, guck mal, hier ist Wand. Ja, unten weiter nicht, warum auch immer. Was auch immer du da in diesem Tool angestellt hast. Ich hab nichts gemacht. Ich hab einfach nur... in Hard Mode aktiviert und das war's. Ich bin mal so frei und schnapp mir erstmal alles Zeug aus der Truhe, das fertig zu machen. Und fange auch mal an, ein bisschen Zeug davon zu verkaufen, weil so Kappes wie Druckplatten brauchen wir ja gerade gar nicht. Da müsste man ja aber Geld für bekommen. Ah, da ist er ja. Chef. Da ist er ja. Wow, so eine Druckplatte gibt scheißen viel Geld, die solltest du auf jeden Fall verkaufen. 10 Silber. Gibt ein paar, nicht wie ich viel Interessantes. Kann sich hier Pfeile holen, wenn man zu faul ist, die selber zu machen. Also ich habe hier 5 Saphire, die geben 56 Silber. Ja, das ist auch gut, aber der Witz ist ja, dass die, wie heißt das, die Druckplatten fast genauso viel geben. Ich meine, ich bin jetzt, habe insgesamt durch 3 Druckplatten bin ich auf 40, ja, doch 40 Silber oder sowas bekommen. Also ich hole mir mal ein besseres Silberschwert und schmeiß dir schon mal den Rest Silber und Rest Gold rüber. Nein, ich wollte nicht mit dem Typen reden. So. Oh, dankeschön. Dann gucke ich mal, was ich mir aus Eisen und Kupfer noch machen kann. Kann ich uns auf jeden Fall oben ein paar Truhen hinstellen, damit wir das ganze Zeug ein bisschen einlagern können. Oh ja. Und ein bisschen Rüstung kann ich mir scheinbar auch schon machen. Ich muss nur mal eben zu den Truhen hinkommen. Es ist so ätzend, wenn ich Terraria aufnehme, ist dieser Scrollbalken so scheißen langsam. So. Plöpp, plöpp. Plöpp. Ich pack dann das Metallzeug zum Beispiel mal hier oben in eine Truhe rein und die ganzen Pilze und Samen in eine andere. Die übertreiben ja echt mit den Monstern hier. Ja. Kannst halt gleich wieder draufhalten, ne? Dafür verstehe ich die Pfeile jetzt nicht. Da kommt einfach zu wenig raus bei. So, und in die ganz rechte hier packe ich mal überschüssiges Baumaterial rein. Habt ihr noch ein paar Erze, Barren? Jo, die habe ich ja noch nicht aufgebraucht, aber ich wollte erstmal das, was ich so habe, ein bisschen sortiert haben, damit mein Inventar wieder Ordnung herrscht. Und dann begebe ich mich mal auf der Suche nach Kupfer- und Eisenrüstung. Sehr schön. Hatte irgendwo ein Herz gesehen. Hast du das abgebaut? Nö. Oh, wo war das? Flop. Doch auch einfach unterm Haus. Da, wo das Gold war. Keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Aber ich habe jetzt ein bisschen Rüstung.
könnten unser ganzes Geld drauf hauen, um uns eine Piggybank zu kaufen. Benutzt die immer noch nicht. Doch, ich schon. Wenn ich Sachen zur Welt transportieren will oder wenn ich mein Geld lagere bei anderen Charakteren, habe ich das meistens da drin. Da links liegt immer noch so ein Stern und wir kommen da einfach nicht dran. Das ist so frustrierend. Ja. Warum zum Beispiel habe ich noch Holzwand im Inventar? Kann es eigentlich sein, dass in der ersten Nacht, in der wir hier waren, zufällig der Blood Moon war? Nee, ich glaube Neumond, also oder Vollmond. Ah, weil die Werwölfe tauchen ja nicht immer auf, deswegen. Ja. Das war ein bisschen sehr heftig. Und die Geister tauchen jetzt ja auch nicht auf. Wir sind unten keinem Geist begegnet momentan. Wollen wir wieder runter oder was machst du noch? Ich guck gerade ein Video. Ist ja gerade eh Nacht, dachte ich. So, ja, dann gehe ich schon mal wieder ein bisschen gucken. Und doof rumstehen ist mir hier zu blöd. Dann kann ich zum Beispiel auch noch Steine abbauen. Ja, ich will nicht schon wieder sterben, weil da gleich irgendwie was ankommt. Ah, da kommt schon nichts. Wird ja schon wieder heller. Das ging diesmal fix. Mach mich dann auch mal wieder auf den Weg nach unten. Ach, du bist ja gar nicht so weit. Ja, ich bin hier jetzt mal nach rechts gegangen und dachte mich, ja, guck mal, was es hier noch so für Höhlen gibt. Denn hier durchgekommen. Ist es zugebaut? Oh ja, ich habe hinter einen Stein wieder hingesetzt, damit man hinter wieder hochkommen kann. Dumm, die dumm, die dumm. Und wieder so in so einem beleuchteten Bereich. Ja. Geld. Boah. Wie lange hattest du heute noch vor zu machen hier? Keine Ahnung, so lange wie wir Bock haben. Ich habe jetzt noch Zeit bis 17 Uhr und es ist gerade mal 13:30, also ich sehe da jetzt nicht so die Probleme. Nee, ich muss mal gucken. Jo. Das ist ja eh eine Sache. Da wir jetzt hier auf Softcore spielen, wird sich das ja eh noch in die Länge ziehen. Ja, dann kann man das einfach noch weitermachen. Weil... So haben ich dachte, also ich habe so geplant, so ein bisschen, weil ich wollte heute Mittag noch ein bisschen was anderes machen. Aber jo, passt. Kein Stress, ich habe auch noch genug andere Sachen zu tun, die ich machen kann. Schon richtig. Wir sollten zusehen, dass wir dann jetzt, bevor wir aufhören, noch ein Bett in unser Haus bekommen, damit wir da jedes Mal wieder drin spawnen können. Jo. Ja, hier stehen nur, es sind einfach gar keine Cobwebs. Ich habe gerade welche gefunden. 12 Stück. Ah, okay. Ups. Was ist das denn? So. Was ist was denn?
Ich dachte gerade, ich habe einen neuen Buff. Das ist ja nur Geschwindigkeit. Ah, da vorne ist auch noch Chopweb. Ein bisschen was haben wir oben auch noch. Wir müssen nur einen Weg finden, wieder hochzukommen. Ah, jo. Und dahin, oh, dahin ist noch ganz viel, das hole ich mir. Jo, mach das mal, dann gehe ich hier lang. Hol mir das Chopweb und das Silber. Oh, da vorne ist ein Grabstein von uns. Da ist wohl schon mal jemand verreckt. Ah, hier ist so inactive Stone Blocks. Aha, Inactive Stone Und da Blocks. ist eine goldene Truhe. Wahrscheinlich ist dann auch wieder die Dartfalle, eine goldene Truhe, dann komme ich da mal rüber. Dann das könnte gut eine Mimik sein. Pass also auf, schieß erstmal mit dem Bogen drauf, bevor du hingehst. Das ist im Haus. Ah, okay. Ah, ja, okay. Das ist gut. Da muss man keine Angst haben. Du hast übrigens das Eisen hier einfach zurückgelassen. Ah, ja, da war die Gier zu den Cobwebs zu groß. Wie kann man nach Cobwebs gierig sein? Weiß ich auch nicht. Außerdem dürften wir jetzt genug haben. Das Kupfer nehme ich jetzt auch nur aus Langeweile mit. Wohl nein, ich kann eigentlich schon weitergehen. Dann guck du mal, was in dem Haus drin ist. Dann gehe ich so lange hier das Eisen oben holen. Klopp, klopp. There? Ah, nö, cool. Was denn? Beide in Band of Das ist Regeneration. doch gut. Exakt, +1% Schaden, ja, schon. Also Band of Regeneration ist eigentlich gerade am Anfang ziemlich cool. Kann man ja mittlerweile nur einen von tragen. Ja, leider. Auch nur eine Truhe drin gewesen. Yep. Aber hier unten ist noch Silber drunter. Und wir kriegen hier Holz. Das sollten wir, glaube ich, mal ausnutzen. Ein bisschen Holz mitnehmen. Ich hab nur so ein hässlich. Ach nee, das ist ja. Hatte ich gerade angehört, ich habe eine Kupferaxt. Ich habe dir zumindest deine Axt wiedergegeben gehabt. Aber wir hatten ja genug. Ja, Silber? ich muss unten reichlich welche wegschmeißen, damit ich überhaupt genug Platz für dein ganzes Zeug habe. Weil halt irgendwie Da alles voll da vorne. war. Ja, stimmt. Ja, mein Inventar war auch voll damit. Da vorne sagtest du gerade? Da ist noch Silber und reichlich Eisen. Jo, das sehe ich auch. Kannst du ja mal da lang gehen, dann hole ich so lange das hier unten. Holz ist jetzt nicht so wichtig. Am Tag können wir Ja, uns ja ganz schnell was holen. geht so. Wenn da wieder diese Also, Corruptor rumlaufen, ist es nicht so einfach, aber ja, ein stimmt. bisschen Holz ist ja, haben wir jetzt hier schon mal wieder gesammelt. Das ist ja auch okay. Wir müssen uns so gesehen, solange wir noch kein ordentliches Equip haben, unter der Welt durchbuddeln. Ja, das funktioniert so. Sonst oberirdisch. Hab ich mir gerade auch Holz geholt. Das hat super gut funktioniert. Und da vorne scheint Demon Knight zu sein. Das kann ich aber noch nicht abbauen. Dann brauchen wir ja Gold, eine Goldhacke für. Ja. Ups. Wenn wir jetzt die gesegnete Hamdrax hätten, das wäre gut. Oh ja. Ich glaube, das wäre ein Tag zum Feiern. Einmal duschen, bitte. Irgendwann mal. Ja, kam doch gerade das Wird immer Wasser über mal dich Zeit. drüber. Heiltrank und Glibber. Und unheimlich viel Eisen. Krass. Das geht auch ja noch weiter. Geil. Ne, das ist. Und nochmal Oh, Silber ja. darunter. Großartig, großartig. Und da rechts sehe ich schon wieder Gold. Gar nicht weit von hier, unter dem Wasser. Das sehe ich nicht mal. Da. Du siehst aber den Wasserpulten neben uns, oder? Ja. Und da diesen linken Topf. Und da drunter ist Gold. Ah. Hast du, welche Farbeinstellungen hast du? Keine Ahnung. Die standardmäßig sind. Die der irgendwann mal eingestellt hat. Also ich habe diese verschiedensten Farberkennungen mit drin, aber
Und das Licht reagiert bei mir immer etwas schlecht, wenn ich auf Aufnahme bin, weswegen ich da meistens mehr sehe, als ich sehen sollte. Ach so. Ja, ich habe jetzt gerade mal durch. Mit F9 kann man das ja wechseln. Aha. Und diesen zwei Classic oder Standard, normalen Einstellungen, da sieht man das Gold recht gut. Ja, und dann gibt es noch die ganz dunkle. Ich glaube, das hier war die, die ich immer hatte. Guck mal da unten rechts. Oh, ganz viel Weiß nicht, ob du Eisen. das schon siehst. Ja. Gott, das Gold hier ist aber auch echt viel. Oh. Und unter deinem Eisen, dem Eis ist noch dein geliebtes Chopweb. Oh ja. Oh, ich höre eine Mumie. Herzlichen Glückwunsch. Atemluft. Oh, großartig. Oh, das ist nochmal Gold. Ah ja, cool. Kannst die Löcher auch übrigens größer machen, da musst du nicht so hoch, nicht so oft springen, sondern kannst einfach einmal hochspringen. Ach, stimmt. Noch nie haben gedacht. Sagen. Wenn das nämlich nur eins hoch ist, muss man mal scheißen oft springen dafür. Oh, Ist echt das lästig. ist super. Holst du das Eisen unten, dann grab ich hier schon mal nach rechts durch, damit wir dieses dämliche Wasser wieder ablaufen lassen können. Boah, guck mal unten rechts, ganz, ganz viel Silber, ey. Oh ja, Das ist ich ja richtig seh's. Goldgrube hier. Ja, wir müssen nur dran denken, einfach noch wieder hochzugehen, bevor wir verrecken und das Zeug nie wiederfinden. Stimmt. Würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal hoch. Ja. Wobei das Gold und das Silber würde ich noch mitnehmen. Ja, Du genau. lässt da jetzt auch schon Wasser ab. Kommt eine Qualle. Ah, oh, da ist ja noch mehr Silber, geil. Kommst du an das Ui. Silber dran, dann hol ich so lange das Gold. Ja, mach ich. Auch wenn mein Spiel gerade auf einmal leckt. Wie so eine richtig gute Stelle für eine Falle, finde ich. Damit es gleich Platsch macht und du wieder vernichtet Ja. bist. Großartig. Ja. Dann darf ich wieder drüber springen und dein Zeug retten und dann alleine hochkommen. Da bin ich nicht so der Könner drin. Ja, doch, ich kann wohl hochkommen, das geht wohl, aber es ist halt anstrengend, da ist ja dort einen Weg zu suchen und wo waren wir und hast du ja nicht gesehen. Vor allen Dingen, dadurch, dass wir hier ja automatisch Licht haben, gehen wir nicht hin und bauen uns einen Fackel dahin. Das heißt, man weiß gar nicht, wo genau wir lang gegangen sind. Ja, das stimmt. Einfach nur rechts halten würde ich mich. Oh, hier sind Topaz. Und so tief ist das ja nicht. Also wir sind höchstens 200 Fuß tief oder so. So, wollen wir wieder hoch? Du hast hier Machen Chop wir Web das liegen normal? lassen. Ah, okay. Ich denke, wir haben genug. Ich habe nochmal 67. Ja, ich habe Ups. auch reichlich. Ja, da komm mal wieder raus. Hast du gesehen, meine Reaktion? Ja, du bist rausgegangen. Langweiler. Ja. Tse. Ja, also da wäre ich gestorben, oder nicht? Wahrscheinlich ja. Aber das gehört eigentlich auch dazu, dass man an sowas verrecken kann. Ah, ich bin schon wieder beim Haus. Oder? Es sieht fast aus, als könnte man hier oben an den Obergrund gehen. Ich sehe die Sonne in einer Höhle. Nicht viel Ui. falsch. Was, die Sonne in der Höhle? Ja, ich sehe hier hinten im Hintergrund die Sonne. Also bei mir ist die Sonne gerade rechts überm Haus. Ja, und ich sehe halt hier hinten die Waldlandschaft. Also ich habe Ja, den komisch, ey. Waldhintergrund und sehe da die Sonne.
Du kannst jetzt übrigens auch mal wieder ins Team reinkommen, dann sehe ich, wie tief ich noch bin. Und ob. Naja, hier komme ich aber auch nicht hoch. Schade, das wäre so zu cool gewesen. Oh, nur doch ein bisschen tiefer, als ich geschätzt habe. Ja. Das mit diesem Items droppen, das ist. Also, das ist ja noch viel harmloser, als dass man den Charakter gleich aufgeben kann, aber. Halt schon lästig. Ja, aber ich finde zum Beispiel bei diesem Spiel immer echt frustrierend, wenn man sich denkt, ja, ich mach's jetzt schwierig und im entscheidenden Moment kann ich einfach rausgehen und rejoinen und bin wieder oben und Ja, alles ist wieder eben. gut. Weil der Trick beim normalen Terraria war, dass du einfach verrecken konntest, wenn du wieder hoch wolltest. Dann hast du zwar dein Gold verloren, aber hast dein Zeug behalten. Und das Genau. geht halt durch Medium Core nicht mehr. Das ist ja der einzige Unterschied. Sonst wird's ja im Endeffekt nicht wirklich schwerer. Die Gegner haben, glaube ich, ein bisschen mehr Leben, aber ja, blub. Das ist ja nicht so re relevant. Ah gut, muss man wissen, ob man rausgeht, die Sachen noch hat. Weil in dem Moment wird man ja quasi. Also man weiß ja, dass man stirbt und Ja, nur, also ich sehe bei Mediocre den Spaß daran, dass man halt nicht rausgeht und quasi damit das Spiel gemacht, sondern dass man einen Weg finden muss, das irgendwie zu überleben. Und wenn man das nicht tut, hat man halt Pech gehabt. Und muss sein ja. Zeug wieder suchen oder muss halt im Mehrspieler spielen. Mehrspieler ist halt nochmal eine andere Sache, weil da kann ich mich halt hinstellen und kann dein Zeug wieder suchen. Gerade wenn wir irgendwann einen Mirror haben, ist das halt dann, wenn einer verreckt, kann der andere hingehen und das Zeug wieder suchen. Und hochteleportieren. Bis wir den haben, Ist ist es ja natürlich. quasi wie der Mirror. Ja. Nur, dass man für den Mirror halt normalerweise erstmal Mana gefunden haben muss. Ja. Oh, ist das ein lästiger Weg hoch. Ich dachte gleich, dass wir so weit gegangen sind. Wir sind doch nur dreimal abgebogen und schwupp, sind wir schon wieder so weit gewesen. Hüpf, 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 hüpf. Da bin ich wieder. Wie sieht's in unseren Truhen aus? Ach, du hast das Zeug. Hast du dein Metalle alle schon gemacht? Ja, schon eingelegt. Okay, dann mache ich auch nochmal. Oh, ich habe einen Strahlentrank gefunden. Ach so. Das ist gut. Macht halt, dass ich Licht gebe. Finde ich eine lustige Übersetzung. Wir haben fast gar kein Kupfer. Krass. Oh, guck mal, kannst du ja machen. Und willst du jetzt einmal rausklettern und nach links gehen? Was denn da? Ja, guck doch mal. Ja, ich wollte nur wissen, wieso. Ja, warum nicht? Wir brauchen auch noch Platz, um irgendwo die Sägemühle und die Lume, also den Ja. Weberei zu bauen, um das Bett dann Stimmt. aufzustellen. Das heißt, wir können schon wieder eine Etage nach oben anbauen. Ja, genug auf jeden Fall für eine Goldspitzhacke, vielleicht auch für zwei, mal schauen. Nee, eine kann ich machen. Willst du die oder soll ich nehmen? Nimm du ruhig. Okay. Und dann haben wir noch reichlich Silber und Eisen. Das Silber lasse ich dir mal, dann kannst du dir noch was machen. Aus dem Eisen mache ich mir noch mal ein Rüstungsteil. Dann habe ich nämlich erstmal eine komplette Rüstung zusammen. So. Was Na. ist das denn hier, wenn man bei dem Merchant So, da hast du in der es. Nähe anklickt? In der Nähe ist die wörtliche Übersetzung von close. Also schließen oder halt close to something. In der Nähe von etwas. Oh Gott, das ist ja auch richtig schlecht übersetzt. Ja, das war. Da, als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch echt nur, ah, Kopfwand. Ja. Also da hätten. Das, Rüstungstanke. ich dachte, die hätten sich die Mühe gemacht und haben das selber übersetzt. Nein. Nicht wirklich. Hast du das Chop Web schon irgendwo reinget? Ja, haben wir da drin, habe ich gesehen. Ach so, du hast den ganzen Barren jetzt rübergeschmissen. Ich dachte. Jo, ich dachte mir, wenn du Wie überhaupt was ruhig. machen willst, dann gebe ich dir hier einfach mal. Lehm. Bastel ich mir denn hier? Ich bin schon wieder müde, ey. Wie lange bist du jetzt wach? Knapp 3 Stunden. Oh Mann, kann man da schon wieder müde sein? Das habe ich irgendwie immer. Und bin ich mutig genug, nach oben zu gehen und das Haus auszubauen? Ja, bin ich.
Geschafft. Freue mich schon richtig auf die Vollversion von Kingdoms of Amalur. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Ich werde die Demo wahrscheinlich heute Abend mal ausprobieren. Steam hat mir netterweise gerade mitten in der Aufnahme mitgeteilt, dass sie fertig ist. So, Holz Kannst habe du ich ja auch nachher noch. machen. Hast du noch Holz? Wenn ja, wie Nee, viel? gar Schade, weil ich nicht. habe nämlich auch nicht mehr so viel. Ich hoffe, das reicht noch, um hier die ganzen Sachen fertig zu bekommen. Super, jetzt habe ich mich gerade verklickt und habe eine Brust gemacht, obwohl ich eine Brust hatte. Was für eine Brust gemacht? Eisen, ach. Silber. Nee, hier im So. Ja, gut. Kupfer. Ah, ja, gut, das bringt mir auch nichts. Die habe ich ja auch schon. Eben bessere. Jo, ich Ach, brauche da oben Mann, noch einen ey. Moment zum Bauen. Wir werden total am Rumgehen hier. Hä? Wir werden nonstop am Lernen. Ich glaube, ich mache mein Fenster auf. Moment kurz. Nein. Ah, ich bin noch in dem Abfall. Sauerstoffmangel. Nee, bei uns wurde heute Morgen schon gelüftet. Da lege ich immer viel Wert drauf. Eigentlich schlafe ich immer mit Fenster offen, nur Nicht im jetzt, wo es so Winter. kalt wird. Nee, ich glaube, wenn ich mein Fenster offen schaffen würde, würde meine Freundin rebellieren, aber was brauchte man denn für eine Sägemühle alles? Weißt du das noch? Bei Ketten, glaube Eisen. ich. Genau, Ketten, das war's. Hast du das Eisen noch oder hast du schon weggetan? Das ist... Habe ich, glaube ich, reingelegt. Jo, Habe ich jetzt mach mal vergessen. Ketten. Also, wenn ich mit Fenster offen schlafe, dann beschert sich meine Mutter, weil die Hütte hier, wie nennt man das? Abkühlt. Ja, genau. Und das sogar extrem, deswegen. Tja. Oh, ich habe auch viel zu viele Ketten gemacht, stelle ich fest. Naja. Dann machen wir uns jetzt einen Webstuhl. Ah, Truhen. Welche brauchen wir denn? Die ist schon richtig. Wollen Ich wir muss. dann jetzt erstmal Pause machen Ja, oder Moment, noch ich hast muss du noch? erstmal muss ich das Bett ja zustande bekommen, denn ich glaube fast Achso, dafür fehlt mir ein stimmt. bisschen Holz. Cool, ich hier welche sammeln. Ja. Ich weiß gerade nicht. Ach, wir haben ja unseren Guide da. Ich kann ihn einfach fragen, wie viel wir brauchen. Ich habe nämlich nur noch 14 Holz über. Und wir brauchen 15. Super, ein Holz fehlt. Ja, ich Ein hab's hier. Holz, ey. Dann zwar direkt 32, Oh, das aber ist passt ja. ja. Oh. Oh, ich kann nur noch Zeug einlagern hier. Schön. Dankeschön. So, jetzt kann ich noch ein bisschen. Moment. So. Na, Spawn Point Z, das wollte ich hören. Dann machen wir hier einen Cut. Gut. Dann Leute, bis zum nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen. Macht's gut.